heftiger Wind in Lahti. Willkommen zurück. Da sind gut und gerne 6, 7 Meter pro Sekunde, vermutlich sogar 8. Und wer da an Skispringen denkt, der ist unter Umständen ein echter Experte. Denn hier wird Ski gesprungen. Wie man hier sieht, gar kein Problem. Denn die Windrichtung ist stabil und der Wind kommt exakt aus der Richtung, in der hier in Lahti ein Wind ist, der rechten Seite. Und da macht auch ein derartig starker Wind keine großen Probleme. Den stören wir hier ein bisschen, den guten Mann. Aber es geht. Und das stimmt zuversichtlich. Denn solange sich der Wind nicht dreht, solange der Wind konstant aus dieser Richtung kommt, wird man hier springen können, auch wenn es stark ist. Das ist ganz enorm. Man hört es vielleicht auch. Es ist unglaublich. Unbeeindruckt von dem enormen Wind wird hier gesprungen. Hier fliegt sogar der Fahnenmast durch. Da vielleicht wird es jetzt doch ein bisschen viel, bin mir nicht so sicher. Aber bis hierhin lief es auf jeden Fall relativ zügig. Und, naja, jetzt kommt doch vielleicht die eine oder andere Böe rein, aber das ist schon abartig. Staunend dabei stehen. Okay, jetzt muss auch der aktuelle Athlet zurück. Servus. Und jetzt ist es offensichtlich doch ein Stück zu stark. Aber das ist schon ganz erstaunlich.